Hallihallo. Wir haben Fehler dran. Das heißt, wir holen Scheiße. Nee, da lang. Wir müssen Richtung Perleberg. Ja, das war's. Und damit auch herzlich willkommen zum neuen Video. Das ist jetzt heute mal ein bisschen anders. Links, ne? Ja, links. Wir fahren jetzt ein Auto holen. Irgendwie steht das schon seit der Wende da irgendwie im Wald oder auf dem Waldgrundstück oder keine Ahnung. Hat einen Heckschaden und ist ziemlich beschissen, aber wir holen es trotzdem ab. Du musst natürlich fahren. Genau. Vielleicht dürfen wir ja sogar da filmen, wenn wir das Auto rausziehen. Wir lassen uns da mal so ein bisschen überraschen, das Auto zu kommen. Warum ist das so windig? So ein bisschen windig, finde ich. Weil wir die Fenster unten haben? Achso. Aber die ist ein bisschen kurz von der Länge. Finde ich auch, ja. Das ist Arsch. Ist aber egal. Ja, so ein Eier. So. Hälfte der Strecke geschafft oder über die Hälfte der Strecke? Wir fahren ja jetzt über den Berg und dann über die Brücke rüber und dann vielleicht noch 10 Minuten oder so. Easy. Das Genick. Ich hab grad genießt. Warte mal, vielleicht muss ich nochmal niesen. Das würde ich gerne auf Aufnahme haben. Nee, ich glaube nicht mehr, jetzt geht's nicht mehr. Schade, beim nächsten Mal. Hast du diesen Container gerade gesehen? Nö. Der ist übergeragt, ist jetzt noch schräg abgestützt. Nee. Noch nee. Halt dein Maul! Was schnatterst du schon wieder weg, Gisbert? Halt dein Maul! Warst du beim Friseur, sag mal? Nee, noch nee. Sind doch. Nee! Halt dein Maul! So blöd, Musik, ey! So, unser Kumpel Kai haben wir auch mit. Der alte Müllbeutel. Schön, dass er mit dabei ist. Schön. Jetzt gleich fahren wir Brandenburg rein. Jetzt Reisepässe sind bereit. Das hast du dann auch mitgenommen, ja, ne? Natürlich. Ich habe extra einen neuen beantragt für die Fahrt. Ja. Meiner war nämlich abgelaufen. Also das kleine würde über den Mauer rüber, ne? Naja. Leute, jetzt sind wir da beim Objekt der Begierde. Sehr schön. Richtig schön in der Natur. Hat was. Statement? Ja, sehr schön. Wie ist der Griff? Das ist noch fast alles hier am Boden. Außer dem Motorrad hat das gebaut. Das Hegelenk wäre. Aber es ist typisch drauf, ne? Ist drauf. Das war eine Aktion. Ich glaube, ihr habt es im Zeitraffer gesehen, dass das ganz schöner Akt war eben. die Kamera ist eben leer geworden. Ich weiß nicht, wie viel noch im Zeitraffer drin ist vom Raufziehen auf dem Trailer, aber ich denke mal, das meiste ist drauf. Dunkle Fußmatten. Dunkle Fußmatten. Braun und die braunen. Also
grauer Atomkarton. Also gut auf Lage hier. Es ist aber ein cooles Auto. Und halt hinten die Seitenverkleidung in grau, ne? Die sind ja auch relativ selten. Die Innenraumverkleidung. Meine ich doch. Hey, Seitenverkleidung oder wie? Schön, schön. Aber die Kennzeichen sind halt wirklich arschgeil. Das ist cool, aber halt voll den Heckschaden, ne? Ja, und haben sie den da wahrscheinlich hingestellt. Jetzt räumen wir erstmal alles rein. Die ganzen Teile, die rundum lagen, schmeißen alles rein, schnallen die Karre an. Und dann melden wir uns, wenn wir auf dem Rückweg sind. Karre ist aufgeladen. Aufgeladen, doch? Wa? Wir sind ja schon in Sachsen-Anhalt, das ist schon wieder falsch. Ich weiß nicht, wie man das ist. Na, ist egal. Wir haben aufgeladen und jetzt geht er ab. Meine, sagt man hier. Ach komm, Mitch ist so gut, der Trabi meine. Ja, so redet man hier. Oh, verpiss dich. Alles klärchen, wir fahren dann mal los. Wahrscheinlich gerade nur ein Windsound gewesen, aber ist egal. Wir fahren jetzt erstmal irgendwo. Da mache ich das Lied drüber. Feinste Speisen zu überteuerten Preisen. Schmeckt's? Gut. So Leute, das war's. Das Auto ist gut angekommen. Wir sind gut nach Hause gekommen. Ohne Probleme. Oder was? War das Deutsch? War das jetzt vatermäßig? Das war vatermäßig. Wir sind ohne Probleme angekommen. Wir sind ohne Probleme angekommen. Auto ist da. Wenn wir uns mal die nächsten Tage mal ranmachen, ein bisschen was rausbauen, was noch gut ist. Und dann, wenn jemand was braucht, schreiben. 1:50@Instagram. Aber trotzdem kann ja auch mehr. Richtig. Alles klar. Wenn er was braucht, Schwanzkopf. Das bin ich. Tschüss. Tschüss.